Hallo liebe Leute, und heute begeben wir uns auf See in Dragon Quest 3. Nachdem wir endlich das schwarze Pfeffer dem König geben konnten im letzten Part, haben wir jetzt endlich sein Schiff bekommen und können somit seine Seereise machen und ins Ungewisse reisen. Aber erstmal will ich wissen, ob das hier ein Pachisi-Türmchen ist. Nein, das ist ein Teleporter. Wo wir aber noch nicht rein können, weil die Tür mal wieder eine Tür ist, die wir noch nicht öffnen können. Aber wir können wenigstens schon mal schauen, was hier oben letztes ist. Ein Lagerfeuer. Es ist die große Flamme des Leuchtturms. Es soll ein Leuchtturm sein? Es ist eine weise Entscheidung, zu diesem Leuchtturm zu kommen. Ich werde euch alles über diese Welt lehren. Wenn ihr südlich entlang der Küste von hier schwimmt, kommt ihr zum Kap von Tedanke. Wenn ihr euch westlich von hier haltet, kommt ihr nach Lanzel und Alayahan. Wenn ihr dort angekommen seid, wenn ihr dort nördlich haltet, kommt ihr zur Insel von Sipango. Und wenn jemand alle sechs Orbs zusammensammeln kann, dann können sie überall auf der Welt reisen, ohne ein Schiff zu benutzen. Also gehe südlich und vergesse nicht, was ich dir alles gesagt habe. Doch vergesse ich wahrscheinlich. Also wir sollten erstmal nach Süden gehen. Okay. Wir müssen also sechs Orbs finden, damit wir dann sozusagen nicht mehr auf dieses Schiff angewiesen sind. Klingt schon mal sehr nett. Nur ob wir das schaffen? Na gut, wir sollen südlich gehen, wir fahren mit dem Schiff. Ist viel schöner. Macht viel mehr Spaß. Wenn wir hier schöne Städte finden, warum eigentlich nicht? Können wir so auf eine Karte gucken? Nee, das können wir nicht, wenn wir auf dem Schiff sind. Schade. Ja, aber es gibt Seekämpfe. Ein Merson. Okay, dann dürfen wir jetzt sogar im Wasser kämpfen. Die Gegner sind aber zum Glück nicht stark. Also wir dürfen hier nicht so schnell drauf gehen, das meine ich damit. Und überlebt. Geben auch nicht gerade wenig Erfahrungspunkte, also dafür, dass sie nicht besonders stark sind. Ich will mal schauen, was erstmal hier ist. Hier ist so eine einladende Brücke. Ich habe Angst. Nein, es sind wieder diese scheiß Krabben. Okay, versuchen wir es einfach mal. Macht sie nieder. Na gut, das geht nicht. Also zumindest Trash kann da nichts ausrichten. Okay, das Würmchen wollte einfach mal abhauen. Aber wenigstens bin ich die Kram losgeworden. Gut, dann kann ich es jetzt auch mal bekämpfen. Endlich. Lang muss ich darauf warten, dass ich eine Chance gegen diese Mistviecher habe. Weil die sind echt nervig. Eine Hexe! Neuer Gegner, yay! Also machen wir die gleich als erstes nieder. Ja, das war's schon mit ihr. So schnell hat sie es ausgehext. So, aber jetzt wollen wir erstmal hier wieder ein bisschen rumschleichen. Damit uns die Gegner nicht allzu lästig werden, vor allem hier bei Gebirge. Bisher sehe ich hier noch keine Statue, also irgendwas. Okay, ein Aero-Ritter. Klingt nicht gerade einladend. Aber trotzdem erstmal die Hexen loswerden. Da kann ich mir gut vorstellen, dass sie diese Zauber drauf haben. Na, somit hat sie sich schon mal ausgezaubert. Aber diese Ritter haben es echt schon in sich. Also wir sollten die auf jeden Fall nicht unterschätzen. Und tschüss. Endlich habe ich auch Level 17, ich hätte es vorher schon haben können. Wenn ich nicht bei diesen Dieben gestorben wäre. Und ich lerne schlafen. Okay, jetzt kann ich also Gegner einschläfern. Wird zwar gegen Boss oder sowas nicht viel bringen, aber hier wieder so eine merkwürdige Hütte. Ist es ein Pachisi-Dings? Nein, es ist nur eine Kirche. Viele verehrte Segler sind hier in dieser kleinen Kirche vorbeigekommen.
Die Leute von Tedanki sind auch hierher gekommen, aber jetzt... Jetzt kommt keiner mehr hierher, außer ich. Okay, bei dir können wir wieder Leute beleben. Wo bringt uns dieser Teleporter denn hin? Ins Nichts. Okay, schauen wir nochmal nach, wo wir jetzt sind. Wir sind gefangen. Scheiße, gut, dann können wir hier noch nicht weitergehen. Dann werden wir diesen Schlüssel, den neuen Schlüssel wohl bald wirklich finden. Naja, schauen wir doch mal. Also Tedanki dürfte dann echt nicht mehr weit sein, wenn die hier schon davon sprechen. Dann schauen wir doch mal weiter nach Süden. Okay, jetzt schon mal nichts mehr. Wir brauchen wahrscheinlich unser Schiff. Jetzt haben wir hier auch noch mehr Ziegenböcke. Weg mit euch. Ihr versperrt mir den Weg. Naja, die sind auch recht angenehm. Wenn wir in diesem Projekt erstmal keine Angst haben, dass ich erstmal leveln müsste. Ich freue mich ja wirklich schon, wenn ich Willy Trash zum Weißen machen kann. Damit er dann endlich auch mal Magie lernt. Erstmal müssen wir das hier nur überleben. So. Geschafft. Ja, bis zum nächsten Level dauert es ja sowieso noch etwas. Wobei, wenn die schon 300 Erfahrungspunkte geben, dann kann man hier sogar sehr gut leveln. Wir schleichen nicht länger rum. Schade. Ach, du Heilige. 3 Metallschleime. Wie mache ich das jetzt? Ari, du greifst Metallschleime an. Nein, du hast eine Peitsche. Du greifst die Heilschleime an. DJK hat definitiv Metallschleime. Trash, du hast auch eine Peitsche, Heilschleime, Igel, Metallschleim. Gut, die sind schon mal alle weg. So, hoffentlich schaffe ich einen Metallschleim zu erledigen. Ein einziger reicht. Ja! Es gibt schon mal eine Menge Erfahrungspunkte. Auf Igel ist Verlass. Kannst du das nochmal machen, Igel, bitte? Das wäre sehr genial. Yes! Igel ist der mächtigste von allen. Juhu! So, und jetzt den noch und dann habe ich wirklich sehr viele Erfahrungspunkte. Da gibt es definitiv schon Level 20. Wenn er nicht flieht. Das ist jetzt natürlich noch so die Problematik, die ich habe. Ja! Na, wie viel gibt's? So. 3000. Oh, das geht eigentlich. Das ist gar nicht mal so schlecht. Also gibt ein Metallschleim etwa 1000 Erfahrungspunkte. Das ist aber trotzdem schon genial, dass Igel die wirklich auf einen Schlag wegmetzelt, wenn er kritischen Treffer landet. Das ist cool. Mitunter finde ich wirklich genial, dass ich Igel als Kämpfer hier dabei habe. Muss ich echt sagen, der ist wirklich sehr praktisch. Also wenn noch mehr dieser Metallschleimer auftauchen wollen, bitte. Alle her damit. Das ist wirklich genial. Aber die zu finden ist wirklich eine Rarität hier. Ich freue mich ja schon, wenn man stärkere Metallschleime antritt. Das gibt's auch noch. Aber da müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen warten, bis wir die erstmals treffen. Und tschüss. Ach, fast. So, gut. Bye, bye. Ihr seid mir nur unnötig im Weg. So, dann wollen wir die Schiffsreise weiter fortsetzen und weiter nach Süden gehen, ob wir die Stadt noch finden. Ich hoffe es. Ah, nein. Nicht noch mehr Wasserkämpfe. Ein Seeschleim gibt's hier auch noch. Das Vieh sieht ja auch mal drollig aus. So, einfach mal in der Muschel versteckt. Naja, die geben leider nicht viele Erfahrungspunkte. Okay, das war ja diese kleine Kirche. Vielleicht hier weiter Süden. Ach du Scheiße. Was? Mann des Krieges? Was ist denn das für ein Name für goldene Schleime? Ich weiß jetzt allerdings eigentlich nicht mehr, wie die in Deutschen übersetzt wurden. Aber echt interessant, wie die wirklich so im Englischen heißen. Ja. Für einen Mann des Krieges seid ihr aber nicht besonders stark. Auch wenn ihr gerade Igel gelähmt habt. Trotzdem. Macht nichts, Igel. Du hast eine Ruhe verdient. Dafür, dass du wenigstens ein paar Metallschleime erledigt hast.
Weil das ist echt schon genial. Echt mal das Glück zu haben, dass man wirklich dann drei Metallschleime erledigen kann. Also bis zum nächsten Level-Up dauert es definitiv nicht mehr lange. Durch die Vernichtung von Metallschleim. Moment, halt. Ich wollte auf die Karte gucken. Das war der falsche Knopf. Mann, wo war nochmal... Er war's, okay. Hier ist absolut keine Stadt in Sicht. Ich sehe auf jeden Fall, da ist ein gelber Punkt da oben. Aber da bin ich ja schon dran vorbei. Dann habe ich einen ganz weiten Weg, den ich zurückgehen muss. Ich sehe auch schon, wie wir da rum müssen. Na toll. Gut, dann müssen wir also nochmal durch die Wüste gehen. Es sei denn, nee, das ist diese Stadt. Okay, dann fahren wir einfach mal weiter. Vielleicht ist es doch noch weiter hier im Süden. Oder wir gehen jetzt einfach mal an Land. Ist jetzt egal, wir sind genug gesegelt. Scheiße. Die Lähmung werden wir also nicht so schnell los. Da muss ich echt gucken, dass ich schnellstmöglich eine Stadt finde. Okay. Dann zeigen wir es ihnen. Auch wenn jetzt nur zwei angreifen können. Vielleicht werden die ja irgendwie noch zufälligerweise irgendwie während des Kämpfes geheilt. Wobei ich das nicht glaube. Scheiße. Gut, das ist jetzt echt ein bisschen blöd. Hoffentlich reicht das hier zu erledigen. Trash, bitte. Ich bin mal wieder tot. Gut, ich ergreife die Flucht. Das macht nicht gerade viel Schaden. Nee, ich bin weg. Ah. Ich schaffe es noch nicht mehr zu fliehen. Ah, verdammt. Mann, lass mich doch gehen. Oh, das ist ja Wahnsinn hier. So, jetzt aber schnell heilen. Damit wenigstens kein weiterer wegstirbt. So, Kraut, 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 Heilkraut. Erstmal Trash, der stimmt hier fast weg. Noch ein bisschen mehr. Ess erstmal ein bisschen Kraut. So, Arik, du hast auch schon sehr viel gelitten. Und noch einmal. So, dein Igel nicht zu vergessen. Der Wunderknabe hier. Ja, und mich brauche ich gar nicht mehr heilen, weil ich ja leider schon tot bin. Mann, hier gibt es so viele Wege. Na gut, machen wir die hier auch erstmal nieder. Jedenfalls sind das ja Gott sei Dank recht lockere Gegner. Aber die Lähmung ist wenigstens weg. Merke ich gerade, die verschwindet also wirklich nach einer Zeit. Wenn ich nur nicht tot wäre. So. Da ist eine Stadt. Schnell dahin. Ich muss jemanden wiederbeleben. Was zur Hölle, ein Schamane? Nein, wir kämpfen später. Okay, ich habe jetzt Schlimmeres erwartet. Bei Schamanen weiß man nie. Scheiße, genau, das meine ich mit den Hexen, böse Magie und so. Okay, schnell zur Stadt. Und wir haben es überlebt. Okay, jetzt ist es neblig, aber die Musik ist auch wieder schön beruhigend. Willkommen im Dorf von Tedanki. Habt ihr überhaupt Häuser? Östlich des Kaps und über dem Fluss ist ein großer Vulkan. Es führt natürlich zu dem Nekrogontberg. Wenn ihr nicht besonders stark seid, empfehle ich euch, es zu vermeiden. Was meint ihr mit stark? So, jetzt will ich aber erstmal mich wiederbeleben. Ich bin nämlich mal wieder gestorben. 290 Gold bin ich teuer geworden. Egal. Wenigstens habe ich ja erstmal das Geld. Nein, ich habe schon alle wiederbelebt. Wir brauchen leider nichts mehr. Weil dieses Dorf sieht wirklich sehr leer hier aus.
Sie sagen, dass Baramos tief in den Necrogondbergen lebt. Ach so, dann muss ich da also wirklich sehr spät hin. Dann soll ich den wirklich erst meinen. Wie toll wäre es, wenn Menschen fliegen könnten. Wir könnten überall hin, ohne Angst vor Monstern zu haben. Wahrscheinlich ist das die Sage mit den 6 Orbs, oder? Ja, wir sind müde und brauchen 4 Gold nur, wow. Wahrscheinlich, weil hier alles Schrott ist. Aber danke für die gute Nacht. Die Musik macht mir gerade ein bisschen Angst von diesem Dorf. Egal, wir schauen uns jetzt hier noch ein bisschen um. Ach du Scheiße, sind die ja auch verflucht? Es gibt keine Antwort. Sieht leblos aus. Also sind die wahrscheinlich nur bei Nacht sozusagen aktiv. Eine Dunkelheitslampe. Schau ich mir gleich mal an, was sie bringt. Wobei kann ich ja leider nicht. Ein schwarzes Hütchen. Ist ja wirklich ein bisschen blöd. Wenn die Stadt nur bei Nacht sozusagen aktiv ist, dann kann ich hier noch nicht mal irgendwas kaufen. Oder kann ich mit dieser Dunkelheitslampe vielleicht es Nacht werden lassen? Da komme ich auch nicht rein. Weil ich dafür den Schlüssel leider noch nicht habe. Halt, hier muss ich Giftschaden nehmen. Damit wir da reinkommen. 55 Gold. Und da ist nichts drin, ne? Särge. Eine Lebenslust ist im Sarg. Oh, passt ja. Okay, da ist nur eine Leiche drin. Toll. Die wollten wir jetzt nicht gerade sehen. Naja, gut. Ich werde mal gucken, was diese Dunkelheitslampe jetzt bringt. Ah. Gut, ich habe mal wieder diesen tollen Grafikfehler. So, jetzt geht's wieder. Da ist das Zen-Buch. Kampfrüstung. Ich glaube, die wäre gut für... Obwohl... Nee, die bringt Igel leider nichts. Geben wir sie mal jemand anderen. Nee, würde wirklich nur Igel was bringen. Schade. Das ist nicht toll. Gut, da ist die Dunkelheitslampe. Kann man mehr als einmal benutzen. Dunkelheit kommt aus dieser Lampe. Macht alles schwarz wie die Nacht. Praktisch, wir können also jederzeit Nacht werden lassen. Jetzt haben wir die Stadt wenigstens wieder zum Leben erweckt. So, jetzt kann ich wenigstens hier noch Rüstung kaufen. Das war endlich mein Ziel. Praktisch, wenn wir sowas Nettes haben. Morgenstern brauchen wir nicht. Stahlpeitsche brauche ich auch nicht. Eine magische Rüstung für DJKA ist gekauft. Ja, dann ordne die Sachen. Direkt ausrüsten, wunderbar. Okay, Trash kann auch eine neue Rüstung haben. Einen gehörnten Hut. Wie auch immer. Sonst kann ich leider nicht mehr Sachen kaufen. Schade, wenn du nicht mehr tolle Sachen hast. Trotzdem danke dafür, dass ich wenigstens bei dir einkaufen konnte. Wenn Baramos jemals Fuß in diese Stadt setzt, oder in diese Stadt, machen wir mit ihm kurzen Prozess. Du glaubst, dass Baramos bereits dieses Dorf erledigt hat? Ja, glaube ich. Dann bist du vollkommen daneben. Naja, wenn du dir das Dorf mal ansiehst, wer soll es sonst zerstört haben? Na gut, du warst dieser Typ. Vielleicht ist jetzt in diesem Sarg irgendwas Neues. Ich kann ja gleich nochmal ins Hotel gehen. Ich meine, bei dem Geld? Moment, was ist mit dem hier überhaupt? Das ist ein Gefangener. Verschwinde von hier. Ach man. Kann ich irgendwie mit dir sprechen? Nein, ich kann nicht durch die Wand sprechen. Verdammt. Gut, dann kann ich den Gefangenen nicht retten. Da ist ein alter Mann. Aua. Hör zu, Reisende. Ihr müsst den letzten Schlüssel finden. Wenn ihr ihn einmal habt, dann geht nach Lanzel. Welches südlich von Baharata ist. Okay. Dazu müssen wir erstmal wissen, wo wir überhaupt diesen Schlüssel finden können. Nee, hier ist nichts Neues. Die Leiche ist also immer noch drin. Gut, dann gehen wir jetzt hier von diesem Giftgebiet raus.
Und gehen nochmal in dieses Hotel. Wir haben ja das Geld. So, dann schlafen wir hier noch einmal und dann werden wir unsere Reise weiter fortsetzen. Wir haben ja so viele Orte, die wir erkunden müssen. Wir wissen noch nicht einmal großartig, wo wir wirklich ganz genau hin müssen. Wir müssen den letzten Schlüssel finden. Ja, toll. Wo ist der? Wir müssen Infos erhaschen. Das kann auch ein bisschen dauern. Aber ich würde sagen, im nächsten Part machen wir hier dann weiter. Und werden mal sehen, ob wir wirklich noch irgendwie die Möglichkeit haben, etwas über den letzten Schlüssel herauszufinden. Wir werden es im nächsten Part hoffentlich vielleicht schon erfahren. Wir werden es sehen. Bis dahin, auf Wiedersehen, liebe Leute.